Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Degusta-Box. Die ist gerade bei mir eingetroffen, ist passend, denn ich habe gerade Hunger um 8:30 abends. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im November hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, falls wir ein paar kratzende, kauende und schmatzende Hintergrundgeräusche hören, liegt es nicht daran, dass mein zweites Ich gerade ebenfalls schon mit ist, sondern es ist Sammy. Der hat sich eben aus dem Garten irgendeinen alten Knochen organisiert und hat sich nicht davon abbringen lassen, sich hier hinzulegen und jetzt auf ihm rumzukauen. Nun, es ist eine Art von Zahnhygiene, die er gerade betreibt und dementsprechend lasse ich ihm das auch. Und er wollte unbedingt hier ins Zimmer. Ich hoffe, es stört uns nicht so unglaublich. So, Degusta-Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das ist super, super lieb und freut mich jeden Monat aufs Neue, dass ich das Abo, was ich damals hatte, quasi zu einer Kooperation entwickelt hat. Denn das Team von Degusta-Box hat meine Videos gesehen und fand das ziemlich cool und hat mich daraufhin gefragt, ob ich nicht Bock habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich bekomme eine Box kostenlos zur Verfügung gestellt jeden Monat, um sie hier zu zeigen. Ich darf auch an einen von euch eine Box verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, Mensch, ich überschlage mich, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau. Ja, so ist das und ich bin wirklich gespannt, was jetzt im November hier drin sein wird. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie so eine Spoiler-E-Mail oder sowas bekommen. Manchmal bekomme ich das ja. Deswegen bin ich jetzt wirklich super gespannt. Ich habe sie auch noch gar nicht geöffnet. Deswegen habe ich meine Schere hier und das machen wir zusammen. Habe ich schon gesagt, 15,99 im Monat, ja. Ne? Und dann hast du hier 10 bis 15 Food-Artikel drin, also was zu essen, was zu trinken, was zum Naschen, aber auch so, hier ist eine Spinne drauf. Jetzt war hier eine Spinne drauf. Fang die Spinne, Sammy. Fang sie. Ja. Nun, genau. 10 bis 15 Produkte, genau. Und da hast du aber auch so ganz normale Grundnahrungsmittel teilweise drin, ne? Also so ein Brot oder Aufbackbrötchen oder sowas. Finde ich total cool. Und jetzt gerade aktuell laufen wir ja mit unseren Masken relativ zielstrebig und schnell durch den Supermarkt und laufen dann schnell an coolen Produkten vorbei, die wir sonst so nicht kennen oder an neuen Produkten. Und deswegen ist die Degusta-Box echt nochmal so eine Hausnummer für sich, denn hier bekommen wir einfach ein bisschen Inspo. Ne? Wir haben ja immer so ein Butterbrotspapier, was mit so einem Klebi verschlossen wird. Das mache ich mal auf. So. Und dann haben wir hier auch schon den ersten Blick in die Box. Holla, die Waldfee. Das sieht schon mal spektakulär hier drin aus. Genau. Ja, ich bin glücklich, denn ich habe Hunger, wie gesagt. Sammy, du hast da hinten deinen Knochen, der zwar winzig klein mittlerweile aussieht, aber du hast ihn da. Den musst du essen. Das ist meine Box. Sammy, hm? Meine Box. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt. Heute ist, es ist aktuell nicht so meine Zeit, mir geht es nicht so bombastisch. Genau, aber ja, das hier mache ich gerne und deswegen mache ich es ja auch, ne? Genau. Ja, Degusta-Box, November-Box, Produkt des Monats. Oh mein Gott, hier sind schon mal die Produkte abgebildet, die da drin sein werden. Und das freut mich schon mal sehr. Rezepte haben wir hier auch mit dabei für eine Tomatensuppe. Das sieht schon mal sehr, sehr lecker aus. Kann man jetzt gerade aktuell auch richtig gut gebrauchen. Ich will, ja. Wir haben hier von Rummo hier so ein, das ABCs feiner italienischer Pasta. Die andere Werbung überspringen wir, ne? Tasty Bite und Shivas, das überspringen wir. Okay, wir fangen an mit Zentes. Traditions-Marzipanbrote mit hochfeiner Schokolade. Also Marzipan ist nicht so mein Must-Have, aber ab und an esse ich es tatsächlich mal. Ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, boah, jetzt muss ich das unbedingt probieren, weil mir das dann einfach zu groß ist. Ich esse dann lieber so kleine Stücke von Marzipan, als wenn ich hier jetzt so ein ganzes großes Vieh drin habe. Das ist nicht so, ne? Das ist mir dann zu viel. Esse ich dann über den Abend verteilt tatsächlich eher. Dann haben wir hier das Produkt des Monats drin. Alles Gute. Ja. Ich mag eigentlich nicht gerne Schokolade mit Alkohol oder Schokolade mit Früchten. Also eigentlich mag ich auch nicht gerne Moncherie. Aber hier steht alles Gute drauf. Das finde ich charmant. Ja, das ist das. Jetzt setzt dem Tag die Kirsche auf. Also ja, hier sind 10 Pralinen drin.
Ich glaube, das werde ich weiter verschenken, ne? Weil ich esse das ja nicht wirklich. Ich mag das nicht so gerne. So, jetzt müssen wir aber mal ein paar mehr Sachen drin haben, die ich geil finde, hoffe ich mal. Ich muss mal gucken, weil irgendwie jetzt gerade, weiß ich nicht. Was ist das hier von Chivas? Ich kenne nur Chivas Regal. Das ist eine Whisky-Sorte, glaube ich. English Orange Marmelade. Okay, ja, sowas finde ich interessant, ne? Das wird dann wahrscheinlich auch ein ganz kleines bisschen säuerlicher oder bitterer schmecken, als es normalerweise bei Marmelade der Fall ist. Ja, aber werde ich auf jeden Fall mal auf Brot probieren. Vielleicht haben wir hier Brot drin, muss ich mal gucken. Dann haben wir hier etwas drin, was ich gerne mit zur Arbeit nehme. Das kann man sich nämlich mal eben schnell machen. Und zwar von Tasty Bite Chai Coconut scharfes Gemüse Curry. Habe ich auch schon mal probiert. Das ist fertig in 60 Sekunden, also super, super leicht, ne? Also, dass man das einfach mal eben kurz in die Mikrowelle gibt. Ist nicht so ganz meine Welt vom Geschmack her gewesen, aber es macht auf jeden Fall dann satt. Und es ist für ein schnelles Mittagessen eine gute Geschichte. Dann haben wir hier auch noch Chana Masala, das ist ein Kichererbsen-Curry. Das kenne ich noch nicht, die andere Sorte, die sagte mir jetzt schon was. Oh, ich sollte es auch richtig in die Kamera halten. Genau, das ist dann etwas mit Kichererbsen, das kannst du aber auch, also man muss es jetzt nicht tatsächlich pur essen. Hierhin ist auch abgebildet, dass man sich das so in Wirsingblätter machen kann oder hier, dass man sich das so in ein Wrap reindrehen kann. Aber den hat man relativ selten dann mit dabei. Und da das halt wirklich immer lange haltbar ist, hier bis 30. Juli 2021 und hier bis 31. März 2021, nehme ich das immer gerne mit zur Arbeit und lege mir das dann dort in meinen Schreibtisch, dass wenn mich mal der kleine Hunger packt, ich dann einfach auch die Möglichkeit habe, mir ein Mittagessen zu gönnen und dann nicht extra noch irgendwo zum Supermarkt fahren zu müssen oder so, sondern einfach schon was da habe. Findest du interessant, Mausi? Meine Hand ist interessanter. Wer weiß, was macht diese Hand? Wer weiß, vielleicht kitzelt sie dich? Da vielleicht? Oder da vielleicht? Ärgert sie dich? Manchmal. Hier haben wir scheinbar auch einen Tee mit drin. Und zwar von Mesmer, Elixier der Elfen. Was? Apfelminze, Orangenblüte. Ich glaube, das ist was für meinen Freund. Blumig zart, aber eher wegen der Apfelminze, ne? Der mag gerne so Apfeltee. Und das ist eine super schöne Verpackung. Das finde ich echt hübsch. Muss ich sagen. Das finde ich toll. Mag ich leiden. Wird mir nicht so unbedingt schmecken, weil ich kein Fan von Apfeltee bin oder so. Das ist mehr was für meinen Partner. Ja. Kann was für ihn sein. Mal gucken. Ich frage ihn mal, ob er das mag. So, dann machen wir hier mal weiter. Und zwar nehmen wir erstmal das hier. Oh, wir haben hier von Develei was drin und das finde ich ja cool. Das ist einmal Guacamole Fix. Gib eine frische Avocado dazu und fertig. Das finde ich praktisch. Ich meine, gut, eine Avocado hast du meistens nicht einfach so zu Hause im Kühlschrank rumliegen, aber das kann man dann schön mischen und kann man dann sich fertig machen. Und hier ist das Tzatziki Fix. Gib eine Portion Sahnejoghurt dazu und fertig. Ja, ne? Noch cooler hätte ich es natürlich gefunden, wenn wir das hier so in der Packung drin gehabt hätten. Aber dann wäre das wahrscheinlich nicht so ungekühlt möglich gewesen oder so schnell, ne? Oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber naja, da musst du halt noch was dazugeben und dann hast du halt dein Essen fertig. Das kann man machen. Ne, Sammy? Das kann man machen. So. Hier haben wir das Produkt, was eben beworben wurde, und zwar von Rummo. Ich sag ja, ne, so ganz klassische Produkte wie Brot, Nudeln und so ein Kram hast du hier mit drin. Lenta Lavorazione. Oh Gott, ich kann kein Italienisch. Es tut mir leid. Ich musste an eine ganz, ganz spezielle Zuschauerin denken. Ich glaube, Italia Ray heißt du, ne? Wenn ich hier irgendwas versuche, auf Italienisch zu reden, dann macht sie mir immer einen entsprechenden Kommentar dazu. Aber sehr freundlich tatsächlich. Aber ich kann halt kein Italienisch. Französisch kann ich, Englisch kann ich, Deutsch kann ich meistens, aber ja, 500 Gramm von den Nudeln, ne, das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Also sowas kann man auch einfach schön auf Vorrat haben, wenn man einfach mal zwischendurch Bock auf Nudeln hat, ne, dann hat man eine Packung da. Duo Quinoa Dampfgegart ohne Salz- und Zuckerzusatz von Dorsey, Marke der Gemüsebauern. Okay, was ist das? Duo Quinoa Vakuum verpackt. Was macht man damit? Kein so direkt verzehrfertig, ohne Konservierungsstoffe, ohne zugesetzte Aromen. Also das ist dann quasi schon aufgequollener Quinoa, ne? Also ich habe Quinoa auch schon mal öfters so gekauft und mir das dann zubereitet. Aber hier hast du den dann halt wirklich, okay, das kannst du halt über einen Salat als Topping oder so geben. Achso, und hier gibt es auch noch Rezepte. Entdecke leckere Rezepte unter www.dorsey.de.
31. Mai 2024. Ja, das ist lange haltbar. Die hatten wir jetzt aber schon öfters mit drin, glaube ich, ne? Von M. Eukal, die Gummidrops, Ingwer und Kurkuma. Nee, nicht mit Ingwer und Kurkuma. Fruchtig und scharf im Geschmack. Das sind so softe Dinger. Die mache ich jetzt aber nicht auf, weil ich habe noch welche offen tatsächlich. Also das sind Kaubonbons, ne? Und die haben aber so eine ähnliche Wirkung, wie jetzt zum Beispiel ein Hustenbonbon hätte. Und das ist eigentlich ganz nice. Das ist mit Vitamin C. Nur echt mit der Fahne, okay. Und weil halt Ingwer hier drin ist und auch Kurkuma, finde ich das vom Geschmackserlebnis her, glaube ich, echt eine kleine Herausforderung, aber irgendwie cool. Ja, alle M. Eukal Gummidrops beinhalten wertvolle ätherische Öle. Außerdem verwenden wir nur färbende Lebensmittel und natürliche... Aromen, okay. Schön. Die fruchtig scharfen Drops mit Ingwer, Zitrone und Kurkuma sorgen für ein einzigartiges Geschmackserlebnis hin. Ein Getränk ist mit am Start von Granini. Da haben wir öfters mal was mit drin und das ist jetzt Granini Sensation Minty Melon. Honig, Melone, Mango und Minze mit einem Hauch Minzgeschmack. Das hört sich auf jeden Fall sehr charmant an. Das kann mir schmecken. Das probieren wir jetzt mal. Warum eigentlich nicht? Prost. Die Minze kommt überraschend, aber sie passt sehr, sehr gut dazu. Die Honigmelone schmeckt man einigermaßen. Die Mango auch. Aber vor allem tatsächlich die Minze, die schmeckt man richtig raus. Eine sehr, sehr leckere und sehr eigenartige Kombination. Das ist cool, das werde ich gleich mal meinem Freund zeigen, der wird das voll geil finden. Auch dieses Produkt haben wir tatsächlich öfters mal mit drin, jedenfalls in verschiedenen Variationen. Und das hier ist Mutti Solo Pomodoro aus Parma scheinbar. Passata di Toscana, passierte Tomaten. Genau. Ja, und daraus und zusammen mit den Nudeln kann man sich ein schönes Gericht zaubern. Das finde ich nice, ne? Dass es so zusammen drin ist, ist schon gut überlegt. Dann machst du dir vielleicht ein paar frische Tomaten mit dazu und hast dann was Leckeres zu essen. Das ist cool. Mir dünkt, wir haben hier nun schon das letzte Produkt und zwar Patisserie Lebkuchen Gewürzmischung von Cotani. Mhm, verleiht weihnachtlichen Geschmack. Und zwar Lebkuchengeschmack. Ich weiß nicht, damit macht man Lebkuchen. Aha, und hier hinten steht auch drauf, wie man Lebkuchen zubereitet. Passt auf jeden Fall jetzt zur Zeit. Aber ich bin echt voll schlecht im Backen, Leute, ne? Wir haben irgendwie in letzter Zeit immer mehr von diesen Gewürzmischungen und Fertignahrung und so weiter drin. An und für sich gar nicht so verkehrt, aber ich muss gestehen, ich vermisse so ein bisschen diese, weiß ich nicht, was wir sonst hatten, ne? Da hattest du so kleine Küchlein mit drin, du hattest irgendwie andere Produkte, irgendwie haben wir hier sehr viel Fertignahrung mit dabei. Das ist nicht so ganz die Richtung, die ich jetzt so gut finde, um das ehrlich zu sagen. Weil ich finde es halt einfach schöner, wenn ich die Produkte direkt so probieren kann, wenn ich die Box aufmachen kann und die Produkte halt direkt verzehrfertig sind, um das mal so zu sagen. Wenn ich nicht dafür nochmal extra in den Laden rennen muss, um mir da weitere Produkte für zu holen. Sammy dreht sich hier gerade die ganze Zeit im Kreis. Ich habe auch keine Ahnung, was der Mann hat. Und deswegen muss ich leider sagen, dass mir dieses Mal die Box jetzt nicht so ultramäßig gut gefallen hat. Also hier haben wir jetzt doch nicht so meinen Geschmack getroffen. Genau. Schreib mir gerne deine Meinung dazu unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!